Dann starten wir doch rein. Ich habe ein bisschen braunen Hals gerade, deswegen sieht es mir nach, wenn ich ganz so viel reden oder ganz so laut werden würde heute. Aber na gut, wir gucken mal. Monster steht an. Heute ist der Zeitpunkt gekommen für die ersten Motorenstrafen der Saison. Es soll schön trocken bleiben, tatsächlich. Soll trocken bleiben. Qualifying im Rennen stark bewölkt. Wir nehmen aber trotzdem die Motorenstrafe. Am besten gleich im zweiten Training, damit wir nur wirklich nicht viel mit dem Motor rausfahren müssen, der möglichst frisch bleibt. Und das Rennen nämlich auch wieder eigentlich auf dem 20er fahren. Und dann, wie gesagt, nehmen wir uns alles nochmal neu in Katar. Wie gesagt, unser Getriebe muss irgendwie bis Katar durchhalten, aber da haben wir ja auch noch ein komplett frisches tatsächlich. Heute können wir auch eigentlich locker das 250er noch fahren. Dann wollen wir mal schauen, würde ich sagen. Noch 800 Punkte zu skillen, das ist jetzt nicht so viel. Gehen einfach mal rein, schauen, was passiert. Brauchen wir natürlich den Wagen zurück. Verbrennungsmotor, ich meine, den hier werden wir nicht mehr fahren. Im Betrieb, also können wir auch den hier gehen. Ja, mal gucken, wie lange die noch mitmachen. Ne? Also das Getriebe, das wird früher oder später abrauchen. Naja, so, Training 1. Endstation Reifenmanagement. Ja, wie gesagt, heute nehmen wir dann gleich in Training 2 oder so die Gewichtsstrafen. Und dann schauen wir mal, von wo wir starten müssen, weil irgendwann jetzt müssen wir die halt nehmen. Bevor es zu spät ist. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts on the car, we'll just confirm they're performing to spec. Gott, einmal direkt raus auf die Rennstrategie. Durchschnittsgeschwindigkeit vom Temperatur braucht man dafür. Eine Runde abschließen mit Treibstoffsparen und eine Runde mit unterdurchschnittlichen Reifenverzug abschließen. Gut, schauen wir mal, ne? Let's get a few laps under our belt. Schauen wir mal, was wird. Heute Monster ist natürlich eine Low-Down-Force-Strecke. Heißt, hier ist meine Fehlerquote relativ hoch. Auch wenn unsere Fehlerquote im Allgemeinen diese Saison echt niedrig ist, aber. You're pushing too hard. It's causing your gearbox to take increased wear. Just be careful. Wir werden mal sehen. 89 Getriebe, also über 90 sollte ich das auf gar keinen Fall fahren. Dann nehmen wir heute sozusagen die Strafen und schauen mal, wo wir hinkommen.
Vor allem auch, da wir halt so sehr früh schon im Begrenzer sind. Da der Motor im Vergleich zu wenig Power gibt auf der Geraden. Da dadurch die anderen halt in Belgien zum Beispiel auf der Kemmel deutlich schneller waren, habe ich mich dazu entschieden, dass wir heute hier die Strafen nehmen. Dann einfach schauen, was passieren wird. Was das ist, sobald wir im maximalen sind, also 351 km/h, können wir auch Overtake ausmachen, weil schneller wird es eh nicht. Da hat man sich nämlich den ganzen Arsch an Batterieleistung. Und trifft, wie ich finde, den Bremsflug besser, wenn du aus der Batterie kurz drin musst. Sehr schön, haben wir das. Ging ja schon mal relativ locker flockig. Sogar der Reifen war jetzt besser, das ist gut. Das könnte vielleicht eine bessere Strategie versprechen. Mit der wir aggressiver fahren können. Nach 35 Runden erwartete Lebensdauer der Motor. Über 90% sollten wir keinen Verbrennungsmotor fahren, tatsächlich. Aber raucht uns hier jetzt schon ab. Okay, das Reifenmanagement sollte dann eigentlich auch funktionieren. Mal auf die Ideallinie gucken, dass wir die haben. Die haben wir nämlich hier noch gar nicht gebraucht. Erstmal lieber das Reifenmanagement auf den angepassten Reifen. Oh, das ist im Zweifel nur eine Runde. Dann gehen wir lieber erstmal auf den Zielmanagement und fahren die frischen und dann Reifenmanagement nochmal auf den hier. Aber mit Zielmanagement kann ich kein Overtake benutzen, da müssen die Reifen gut sein. Oh, push den Wagen doch nicht so derbe. Ich will gleich schon kommen, dass wir in der Outlap die Karre abstirbt.
Aber das sieht ja auch ganz gut aus. Okay, Tesk. Sehr schön, das läuft bis jetzt alles eigentlich zu gut dafür, dass wir eine Strafe nehmen müssen. Eigentlich läuft es dafür zu gut, aber bis jetzt kommt, lass uns gleich wegschmeißen am Rennen. Gut, dann ist das Reifenmanagement noch. Und dann sind wir einmal das Training mit den Mediums durchgeheizt. Test is all about tire management. Try to control the slip through each corner and take extra care putting the power down. Die hat schon Ausrufezeichen. Na komm, eine Runde hält's noch durch. Echt gut, solange wir auf der Geraden sind, das ist, bin ich sehr zufrieden. Das läuft ja ganz gut. Well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can take you through the numbers. Den Geraden ist es halt echt gut. Ja, jetzt haben wir die nicht geschafft, aber ganz ehrlich, wen juckt das? Der Motor ist gut im Arsch. 31 Runden. Wir hatten ein rotes Ausrufezeichen. Sollten wir nicht mehr benutzen. Aber den noch auf 90% und höher. Dann war es was mit dem den Getriebeteilen. Die beiden müssen noch bis Katar reichen. Danach holen wir uns noch eins. Alles easy eigentlich. Ein weiteres, glaube ich, kostet 3 oder 5. 3 oder 5. Muss ich mal gucken, wie viel ein weiteres kostet. Schauen, ob wir in Katar dann auch von ganz hinten starten werden, weil im Zweifel, Amin, brauchen wir nur wirklich nichts. Energiespeicher kommen wir auch hin, Turbolader kommen wir auch locker hin. So, es ist halt echt nur das Getriebe der Verbrennungsmotor, den wir neu brauchen. Mal gucken, wie viel der Verbrennungsmotor und das Getriebe halt gibt, wenn wir uns da ein neues holen. Naja. So, jetzt gehen wir wie gesagt auf den neuen Verbrennungsmotor, fahren damit eine Runde im dritten Training, im zweiten Training. Egal wie jetzt das Ergebnis im Qualifying sein wird, davon lasse ich mich jetzt nicht beeinflussen. Ende ärgern wir uns. Oh, wir können auch sogar hier noch eine Runde fahren. Warum gar nicht ins zweite Training reingehen? Nur kurz raus und wieder in die Box. Weil der Motor zumindest kurz aus der Garage gerollt sein muss. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir auf der Runde dann den Wagen verlieren werden mit dem Getriebe, aber mal gucken, was passiert. Weil dann mit dem 5. und mit dem 6. Verbrennungsmotor sollten wir dann auch gut Desaster in der Fahrt können.
Gut, okay, damit ist es besiegelt. Wir kassieren gleich. Ich glaube, es ist eine 10-Platz-Gültstrafe im neuen Fahrungsmotor. 15 kann es nicht sein, weil dann würden wir automatisch von ganz hinten starten. Heißt, 10 Plätze sind es. Jawohl. Heißt, im Idealfall platzieren wir uns auf P11. Oh, das Getriebe macht nicht mehr ganz mit. Das Getriebe macht gerade, was es will. Understood. Stopping this lap. Normalerweise wird mir jetzt die Karre abrauchen. Also absaufen, sagen wir mal so, nicht abrauchen. Mal gucken, dass ich nicht unbedingt in den Begrenzer reinkomme. Jetzt für den Motor nehme ich mir unnötig ab. Hey, direkt beim Rausfahren, ne? Direkt in Kurve 1, dann hat es nämlich mit dem Training noch perfekt. Ist sich das noch perfekt ausgegangen. Ja, über 90% möchte ich aber dann noch nicht mehr fahren, tatsächlich. Und das, wenn ich dann die Box schaffe. Ich glaube, wenn uns das im Rennen passiert, das wäre hart belastend. Dann kommt man nicht mehr zu mir auch nicht im ersten Gang runter. Na ja, Wagen umschrauben, rein als Qualifying. Meine Fresse. Gut, ich bin sehr zufrieden mit dem Training. Das waren echt drei Programme, die gut geklappt haben. Okay, im Endeffekt sind wir halt auch nur auf den Mediums gefahren, aber was soll das? Karre noch umschrauben. Umgefahren, das hier gehen wir auch wieder auf den vierten Verbrennungsmotor zurück. Denn 52er Getriebe wird noch halten. Sehr schön. Kommen wir zu Ende. Können danach dann direkt ins Qualifying reinspringen. ...30 Runden Lebensdauer noch. Session ist jetzt abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Keine schnelle Zeit, okay. Wenn Alpin. Interessant. Interessant. Mal gucken, wir können heute natürlich nicht die WM-Führung verlieren. Wir haben 44 Punkte oder 42 Abstand vor Carlos. Ich sagen, gehen wir rein ins Qualifying.
Wir sind jetzt schon wieder irgendwas vergessen, aber das sollen wir jetzt. Ich weiß, was ich vergessen. Ah ja, ist gut. Monza. Da wir natürlich nicht von ganz hinten starten, dann werden wir natürlich trotzdem unser Bestes geben. Um, wie gesagt, möglichst uns auf P11 zu platzieren. Schauen wir mal, inwieweit das drin ist. Ups. Ich lerne das irgendwann. Den richtigen Zehn. Auf zwei Runden raus, würde ich sagen. Richtig geschraubt, jawohl. Let's go. Checks complete. Everyone be aware, we've got a car leaving the garage. Müssen wir nachher mal vielleicht irgendwie, wenn wir Zeit haben, Qualifying mal schnell nochmal googeln, wie das ist mit den Motorenstrafen, wie viel dann jedes weitere Teil gibt. Das müssen eigentlich 5 sein, weil 10 sind es jetzt, heißt dann, oder vielleicht auch 3, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich rechne mal eher mit 5. Die Frage ist nur, wie viel gibt das Getriebe an Strafe? Ich meine nicht so viel, auch nicht beim ersten Mal. Sind im Zweifel gar nicht von ganz hinten. Ich meine, wenn wir auf 15 Strafplätze raufkommen mit dem weiteren Verbrennungsmotor und mit dem getriebenen Katar. Also wenn wir 15 Plätze Strafe bekommen, starten wir so oder so ganz hinten. Da können wir dann auch andere Teile nochmal neu nehmen, weil warum nicht? Macht ja keinen Unterschied. Theo, macht's ab, ehrlich. Kommen wir uns mal hier ins Williams Sandwich rein, ne? Oh, mal Track Limit ist hier natürlich wieder ein sehr interessantes Thema. Ich finde, sobald wir mit 4 Reifen vom Track runterkommen, ist die Runde sofort abgebrochen. Ganz gut. Und das ist eigentlich wirklich ganz gut. Das war echt ganz gut, krass. Ah, verbremst.
Oh, auch in der Geschwindigkeit unschön. Da kommen gerade eine Menge Autos. Okay. Da ist der Ferrari dem... Was von der Mercedes den Ferrari einfach von hinten drauf gekracht. Auch gut. Das war eine scheiß Position, aber... Ja, wer da die Strafe bekommt, Ferrari oder Mercedes? Wahrscheinlich beide wegen Kollision. Gott, Gasly aktuell auf 2, Ocon auf 3, Magnussen auf 4. Okay, what the shit? Theo auf 5. Lassen wir einfach mal so stehen für den Anfang. Ich denke mal, dass Kevin Magnussen irgendwie gerade die 2 Sekunden von mir weg sein wird oder so. Ja, mal gucken. Eine Sekunde, okay. Da muss noch eine Menge kommen eigentlich. Warten wir mal ab. Zehntel, ein Zehntel vom Max. Mal gucken, ob das den Herrschaften reicht. Und solider, schneller. Baldig im ersten Sektor, aber da halt auch nur 2 Zehntel. Hier was auf 12, bei den Strafen kämpfen wir natürlich um die Position. Pierre ist nochmal raus, okay. Ich glaube, so sind wir weiter. Max ist auch nochmal raus, okay. Wird schon hinhauen. Oh Gott, das geht jetzt sowas von schief, oder? Immer wenn das passiert, geht's schief. Ah ne, okay, alles gut. Russell ist es, der 3-Position, der 5-Position draufkommt wegen der Kollision mit Ferrari. Also der drauf gefahren ist, kriegt nicht Strafe. George Russell an der Stelle. Der ist Haugas raus, schade. Lando schlecht. George auch schlecht, by the way. Moment, das ist Max sehr gut. Alpine nach wie vor stark und Carlos Sainz nach Hause mit der schnellsten Zeit. Für Ferrari. Natürlich schade, wenn der hier Punkte holen würde, weil dann hätte der da gut was auf uns aufgeholt jetzt. Aber wir gucken mal. Theo ist auf 10, das ist stark. Bessert sich auf jeden Fall. Das ist schön zu sehen. Da gibt es einen Fortschritt langsam. Wenn das jetzt so ein Kugel reinschaffen will. Eine Runde danach, 2 Runden. Standing by. Let's go.
Der ist auch direkt vor mir. Hier würde ich am liebsten Windschatten geben. Bei der Fresse, ey, echt immer diese Down-Phase, wenn man im Qualifying-Training ist, ey. Und dann ist das im Rennen vorbei und dann hat man auch seine Ruhe. Weil ich schnell einen Kaffee machen gehen. Das ist auch noch vor dem Rennen. Dann geht er wieder. Direkt Ferrari, wir sollten Gas geben. Was? Dafür gibt's eine Strafe? Echt jetzt? Dafür gibt's nochmal 5 Plätze? For real? Ach komm, Digga. Dafür weißt du, das ist Schwachsinn. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Okay, we can take you this lap. Alter, jetzt ist er mir reingefahren. Das ist deswegen leicht angestupst, wenn ich mich gedreht habe von seiner Nase. Das hätte schlimmer ausgehen können. Dafür gibt es eine Strafe. Lachhaft. Davor, wenn ich das in der Wand gehalten, mich in die Wand gesetzt habe, ey. Gut, dann heißt halt jetzt P16 qualifizieren. Eine Güte. Ah. Da können wir aber quasi jetzt schon Strafen nehmen und hinten starten. Normalerweise. Da können wir versuchen, Katar ordentlich zu fahren. Obwohl, na, ich brauche den einen Verbrennungsmotor noch, ne? Aber dann nehmen wir aber in Katar noch den einen Verbrennungsmotor mit und dann ist gut.
Jetzt in Katar halt nur eine kleine Strafe. Und ja, Katar im Feld unbelohnt, deshalb wir haben es hier sowieso. Andererseits, von 16 kann man sich immer noch einfach nach vorne fahren lassen, 22, ne? Und Katar wird Mutz werden, das wissen wir. Ah nee, wir nutzen doch das Rennwochenende hier ordentlich. Dann starten wir halt von 16 im Idealfall, im Idealfall. Aber mit einem guten Start, mit einem sehr guten Start, könnten wir dann vielleicht schon die Punkte fahren. Mal gucken, wie dann die Pace hält. Wir gehen jetzt auf 2 Runden, da haben wir also 2,40. Heißt, bei 3,40 fahren wir raus auf 2 Runden. Hab ich gesagt 3,40, ne? Ja. Okay, guys, everyone be aware, the car's ready to go. Aber da fällt die Strafe. Also für die leichte Berührung eine Strafe und Qualifying ist halt Quatsch. Mini habe ich halt gedreht. Was soll ich machen, wenn ich hier auf der Bahn stehe? So. Ich kann froh sein, ich habe eigentlich erwartet, dass ich erst links einschlage, dann habe ich erwartet, dass ich rechts einschlage, dann bin ich froh, dass ich stehen geblieben bin auf der Strecke. Und dann hatte ich noch Angst, dass mir das Auto, was da ankommt, mit Mach 7 drauf fährt. Weil du nach Ascari halt schon nicht so langsam bist. Was soll ich dazu sagen? Klar, Ocon auch auf 13, das war dann auch Ocon da vorne. Höher auf der 12. Ingenieurfunk aus. Understood, copy that. Kommen sie alle. Jetzt sollten wir vielleicht im Idealfall nicht den Track Limit zum Opfer liegen, das wäre jetzt ganz schlecht. Nervige Leute abgearbeitet. So, wir sind auf der schnellen Runde, ne? Der schnellen Runde. Mhm.
gerade sehr knapp im Track Limits. Wenn wir nicht unsere milden Regeln hätten, wäre das auf jeden Fall raus gewesen. Auf der Linie, ne? Schwierig. Ich lasse den mal gelten. Doch, doch. Wir lassen den mal gelten. Ich muss trotzdem auch noch eine Runde gehen. Die war zu schlecht. Das kann doch nicht wahr sein! Ja, das war's. Ja, 15 Plätze rauf, heißt wir werden bei 28, heißt wir starten und hin von ganz hinten. Wir nehmen uns die Grid-Strafen und dann können wir Katar versuchen, ordentlich zu fahren. Das hier war das Qualifying, auf das ich gewartet habe. Das Qualifying zum Wegwerfen. Nein, haben wir das dann nicht in Holland schon genommen. Und dann hätte ich mich jetzt geärgert. War richtig. Dann brauchen wir, wie gesagt, nur in Katar dann noch den anderen Motor am besten. Ich meine, da können wir jetzt einfach nochmal ein anderes Getriebe nehmen. Das war ja jetzt so eigentlich nicht geplant hier. Aber wir nehmen jetzt einmal alles neu. So oder so starten wir von ganz hinten. Also, wen juckt's? Theo ist auf der 7. Stark. Max kriegt eine Strafe, ich kriege nochmal 5 Zonen drauf. Jo, so ist es, ne? Josh Russell ist auch raus, heftig. Lando ist raus, Theo schlägt mich im Qualifying. Ich werde aufschreiben. Das ist eins seiner Ziele. Ich hier nicht glaube, zumindest das Qualifying schlagen. Hier hat er sein zweites dann. Weiß wo genau ich das aufgeschrieben habe. Auf dem Zettel war es auf jeden Fall nicht was. Der Zettel? Ach, der Zettel war es. Ich stecke mich dann im zweiten Qualifying. In einem Viertel der Qualifying sozusagen, okay. In 5 Qualis so in etwa, nicht umgerechnet. Ein Drittel meiner Punkte muss er haben. Ja, damit starten wir von ganz hinten heute. Theo gewinnt das zweite Quali-Duell nach Bahrain dieses Jahr gegen mich. Im ersten Rennen hat er das erste gewonnen. Wir starten damit von ganz hinten, so oder so, auch wenn wir keine würden. Oh, okay, Carlos war gerade eben. Theo beeindruckend auf 7. Zieht gleich mit dem Red Bull, also not bad.
Bin mal gespannt, was jetzt gleich noch kommt. Ja, wir gehen noch weiter. Ich werde mir jetzt schnell einen Kaffee machen gehen und dann gehen wir ins Rennen. Und dann schauen wir mal, was passiert und wer dann auf Pole ist und vor Theo vor allen Dingen. Eigentlich Zehnter, aber hey. Okay, mate. So unfortunately, we've picked up some grid penalties and we are going to start tomorrow's race further back than we expected. Ja, aber. Teures kaufen. Machen wir. Teures. Gut, wie gesagt, dann machen wir das so, dann nehmen wir, ja, puh, können halt den kompletten nehmen, es macht halt keinen Unterschied. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass das hier kein Geld kostet, weil dann würde das nochmal einen Unterschied machen. Und dann werden wir wahrscheinlich noch einen Verbrennungsmotor brauchen. Wenn wir uns dann in Katar holen, denke ich mal. Dann auch nur den Verbrennungsmotor, aber die Getriebe müssten eigentlich so mithalten. Gut, wir starten so oder so von ganz hinten in Monza. Kurz noch einen Kaffee machen gehen, dann starten wir rein. Gut, Kaffee muss ich ein bisschen zwangsverschieben. Dann gehen wir direkt von hier aus jetzt ins Rennen. Komm, ich will zwischendurch einen machen. Oder so, aber wahrscheinlich nicht, wenn ich einmal dran bin, dann bin ich einmal dran. Gehen wir durch. Aber wir werden mal sehen. Schauen wir mal, was passiert. Ja. Yeah.
Wir melden uns wieder einmal aus Italien für ein weiteres Event der Formel-1-Weltmeisterschaft. Was für ein fantastisches Rennen wird uns wohl heute hier erwarten, auf der ältesten Strecke im Formel-1-Kalender, wo das erste Rennen bereits 1922 stattfand. Mit Höchstgeschwindigkeiten von über 346 Stundenkilometern kommen nur wenige Strecken in der Formel 1 an das Tempo von Monza heran. Neben langen Geraden sind drei Schikanen, 11 Kurven und heftige Bremszonen das Herz des 5,8 Kilometer langen Kurses. Überholt wird entweder aus dem Windschatten heraus oder in den zwei DRS-Zonen. Aber Mut braucht man so oder so. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Alter, die Fans sind ganz schön laut. Dank einer fantastischen Start im gestrigen Qualifying startet die Franzosen gehen ab. Und Valtteri Bottas steht daneben. Uff. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Sainz, Perez, Leclerc, Hamilton, Ocon, Verstappen. Okay, Max mit Strafe, gut. Oscar Piastri, Theo Pourchaire. Gehe auf 10, wie erwartet. Albon, Norris, Stroll, Magnussen, Russell, Hauge, Joe, Tsunoda, Sargent, Hülkenberg, De Vries und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. So viele da Strafen bekommen haben. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Es steht schon wieder ein Rennen an. Stefan Römer ist bei mir. Stefan, unsere Fahrer haben wahrscheinlich einen sehr harten Tag vor sich. Auf was wirst du achten, wenn sie gleich auf die erste Kurve zufahren? Der Start eines Rennens ist immer einer der aufregendsten Momente. Man hofft, dass jeder einen sauberen Start hinlegt. Das ist vielleicht der tückischste Teil des Rennens. So viele Fahrer auf so kleinem Raum. Es spricht für die Fähigkeiten der Fahrer, dass es nicht mehr Vorfälle gibt. Gut, Ziel heute, irgendwie Punkte zu holen. Schauen wir mal, was wird. Meine Strategie ist ein Soft Medium. Gehen wir das Risiko. Da sehe ich mich. Rein geht's dann in Runde 12, okay. Okay, so let's go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tyres and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. Und wollen wir mal sehen, vorne die beiden Alpinen. Die haben sich wahrscheinlich nicht so qualifiziert. Ich kann mir vorstellen, dass Max da auf 1 gewesen ist. Ich weiß nicht, er hat eine Strafe bekommen. Okay, ging zurück auf 8. Wenn er auf 1 wäre und eine 5 Platz Mitstrafe bekommen hätte, dann wäre er auf 6 gewesen. Oh, vielleicht war Max auch auf 3 hinter den beiden. Hinter den beiden Alpinen. Also wenn die da wirklich auf 1-2 gefahren sind, das ist sehr stark. Obwohl Valtteri Bottas vielleicht auf seine alten Tage. Da müsste auch mittlerweile eigentlich uralt sein. Ein Rennsieg. Man müsste mal rechnen, wie alt er damals eigentlich war. Wir sind ja hier auch schon in der 12. Season oder so, meine ich. Also ich muss ja, da wo wir angefangen haben, das müsste F1-20 gewesen sein oder so, 2020. Okay, Radar is clear. Ja, dann vielleicht mal 12 Jahre draufrechnen. Bottas müsste mittlerweile nicht mehr allzu jung sein. Aber wir sollen uns jetzt eigentlich nicht beschäftigen. Jetzt geht es erstmal darum, irgendwie das Rennen gucken, dass wir das clean zu Ende bekommen. Dabei am besten noch ein paar Positionen machen. Wir werden sehen. Theo hat heute die Chance für Punkte. Mal gucken, wie er das da von der Hand haben wird. Wir werden sehen. Warte mal direkt schief, damit wir direkt durchbeschleunigen können.
Hey. Da wurde es aber gerade auch arscheng mit dem Williams. Mit der mit dem Haas von und der Wand. Ja, der hätte eine viel mehr Position machen können, aber da wurde es einfach zu eng. Okay. Ja, das schafft halt anders ideal, da ging halt der Platz aus. Alter, wo kommt der denn jetzt her? Digga. Mann, nee. Da muss ich den ersten Joker jetzt schon rausschmeißen. Ich dem schon wieder reinfahre, Alter. Ja, das mit Clean wird heute nichts, das sehe ich jetzt schon. Kann deswegen. Ja, egal. Deswegen nehme ich Monza als Rennstrecke nicht ernst. Es funktioniert nicht. Ist einfach nicht drin. Kann das einfach nicht. Low Downforce ist einfach Schmutz.
Alter, was geht denn da vorne ab, ey? Hey, Bruder. Nehme ich jetzt einfach mal so mit. Hat mich einfach ignoriert, dass ich da reinkomme. Ich finde, so weit in der Kurve war er jetzt noch nicht, dass ich da nicht hätte angreifen können. Oh Scheiße, es war zu spät angebremst. Hier werde ich nur Overtake nutzen zum Überholen, zum Verteidigen. Das kommt von hinten nämlich viel zu schnell an, weil die da vorne ohnehin arschlangsam sind. Die Karre gerade fast schon wieder weggeschmissen habe. Und das einfach nicht. Richtig verbremst. Kein froh, dass ich da noch geradeaus auf die Kurve gepackt habe. Dann hätte man da geradeaus durchheizen müssen. Das hätte erstmal Zeitstrafen gegeben. Aber jetzt schon nicht mehr. Wir werden es hart langsam nach vorne werden. Das war ein Wunder, was ich gedacht hätte. Das war sauber. Vor uns eine Menge Medium Boys. Jetzt bräuchte man vielleicht ein Safety Gun passendes.
careful. We think you're going to start losing some tire grip any time now. Okay, interessant, dass er mich vorne lässt. Gut. Weiß zwar nicht genau wie, aber okay, so ein bisschen Boxenstopp sollten wir jetzt eigentlich die Füße stillhalten. Jetzt wird es zu gefährlich mit dem. Dem Griffniveau. Da vorne, wir sind mittlerweile schon auf 12. Boah, Alter, was macht der da vorne? Und jetzt sollten wir tatsächlich nichts mehr probieren auf Zwang. Schon mal fahren. Also man das Ganze mittlerweile ganz gut am Untersteuern feststellen kann. Sind die Reifen ganz schön im Eimer. Komme ich auch hinter den Mediums da vorne nicht mehr her. Nein, so gehen wir dann erstmal in die Box. POC auf der anderen Strategie, also der fährt eh später in die Box. Guck mal, was geht. Danke, Theo. Das nutzen wir. Alter, das ist doch scheiße. Was macht der mir zu? Ja, das war ein bisschen zu viel. Aber das ist nicht schlimm, immerhin nicht eingeschlagen. Da können wir einen Joker benutzen. Das ist eine beschissene Stelle, aber... Alter, he brake tested me. Weiß ich nicht, was das war. Flügelschaden nicht reparieren.
komplett unnötige Aktion. Meiner Meinung nach wurde ich gebreaktestet von Oscar, aber okay. Ich beginne jetzt in die Box, warte ich nochmal. Okay, we think the underbody's incurred some slight damage, but nothing too serious at the moment, just be careful. Die können wir so behalten. Hoffe ich mal, der ist nur leicht angeknackt, eigentlich macht das nicht so viel aus. Unterboden halt, naja, müssen wir jetzt irgendwie mitarbeiten. Das ist halt schon der Schmutz, der hier passiert. Aber at its best. Scheduled pit stops, let's go. Jetzt hat er eben extra keinen Joker gezogen, das war es nicht wert. Den werden wir nämlich noch anderweitig brauchen. Behind is 1.6 seconds. In der Box, okay. Ob ich den jetzt bekomme. Okay, the underbody's taken some damage. You might start to notice it soon. Ja, das ist das letzte Rennrunde. Vorne kämpfen. Das ist am besten ohne, dass ich die Reifen so schrotte wie die Soft. The car
car ahead of you has just fitted the hard tires. Car ahead, now on the hard compounds. Mir wird noch dick gefightet. Kommen wir leider nicht. Ja, doch, doch, vor Bottas wird noch dick gefightet. Das ist der einzige Weg, wie wir wieder rankommen, ordentlich. Und Bottas nur auf 9, der ist gut abgefallen. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by. 3.1 seconds. Weniger Updates. Okay, copy that. Haltet mir davon, Leute, ich muss wieder rankommen irgendwie. Halten da, aber irgendwie verbrauchen die nicht so viel Zeit, wie ich denke, die verbrauchen würden. Durch einen Rabatt geflügt. Wow, Gott, was war ich? Ein paar Meter später. Jetzt aufhören, den Kopf mitzunehmen. Schön fighten da vorne. Was ist das? P5 oder so? Vor Hamilton müsste noch drin sein, theoretisch. Wir uns jetzt geschickt anstellen. Noch 9 Runden, wir werden auf jeden Fall noch einen Angriff bekommen.
Das war dumm. Mal auf 1,2 Sekunden ran, ne? Nicht, dann werden wir nämlich zu schnell, dann verkacke ich jetzt Karin und sind die wieder weg. Deswegen hier hinten noch schön die Füße schnell halten, außer wir müssen nach hinten falten. Dann schön in das Karin rennen, um hier hinten halbwegs mit rauszukommen. Aber mal so nicht so scheiße rauszukommen. Boah, Digga. Aber mal so machen. Wenn er mir da keinen Platz lässt, dann überhole ich ihn halt off-track. Aber wir waren noch nicht mit allen vier Rädern off-track, also war das absolut cool. So, eine Überholrunde warten, gewisser Fall, sowas der Vettel auch schon mal gebracht. Meine ich mich zumindest grob dran zu erinnern. Vorne. Aber Stress von Verstappen. Fand ich fair. Jetzt müssen wir verteidigen. Noch on track, alles fair. Gut, war höchstgradig asozial, aber
Naja. So derbe spät jetzt hier reinkomme, ey. Ich muss gleich drin gucken, dass ich außen verteidige, ey. Das funktioniert nämlich deutlich besser. Was passiert, wenn wir vorne mitgefahren wären, wahrscheinlich vor lauter Druck die Karre geschmissen. Nehme ich mit. Gott sei Dank bin ich davon ausgegangen, dass ich da während der Kurve gedreht hat. Zack, von 8 auf 4. Wenn die Idioten sich da Schlange stehen, sich da anstellen. Piastri wurde disqualifiziert, klar, weil er nicht vom Fleck wegkam, weil er sich da festgefahren hatte. Nehme ich, absolut. Ideal. Wir haben ein komplettes Schmutzwochenende gefühlt. Komplett Schmutz ist es nicht, aber es ist schon ein bisschen räudig. Aber am Ende noch diesen Funkenglück, der so viel ausmacht. Awesome. Dadurch wurde Theo auch nochmal nach vorne gespült. Status Teamkollege. Okay, so we're leading our teammate by 22.5 seconds. Okay, they're on old hard tires. They're in 11th. Ja, last lap time was 22.3. Aber perfekt genutzt. Und ich meine, ich durfte an denen vorbeifahren, weil die alle Fahrer halt in der gelben Flagge involviert waren, deswegen durfte ich schon den vorbeifahren. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätten wir auch eine Zeitstrafe jetzt kassiert, wegen der Überholung unter Gelb. Haben wir nicht, also war alles absolut regelkonform in der Situation. Nehmen wir absolut mit. Auf 1 ist
tatsächlich ein Red Bull. Letzte Rennen hatte ich gewonnen, ne? Ja. Ah, dem Podium wird's nicht, aber... So, es gibt da nochmal eine Strafe. Das Magnussen auf 6, by the way, gerade. Erstmal wäre in die Box gefahren, oder? Irgendwie sowas. Wenn Kev auf 6 ist. Ah ne, Quatsch, davon ist aber dieses riesige Ferrari. Leck. Erinnert sich auf jeden Fall noch einige von Positionen gerade. Magnussen auf 5, ey, stark. Ich denke jetzt, die Position wird er behalten, weil dann wird man safe die Strafe noch drauf bekommt. Checo gewinnt das erste Rennen dieser Saison, würde ich mal behaupten, oder? Nee, stimmt gar nicht. Aber seit langer, langer Zeit wird wieder ein Red Bull-Sieg. Und ich glaube, wir haben durch dieses glückliche Ende am Anfang ein bisschen scheiße gebaut. Danach haben wir uns auf dem Medius nicht mehr hören lassen. Yes! Oh, das sind so wichtige Punkte! So wichtige Punkte! Boom! Digga. 22 auf 4, ey. Eigentlich 22 auf 8 und das nicht mal safe durch dieses Chaos da gerade. Ein durch und durch verdienter Sieg in Italien nach einem weiteren Junge. Grand Prix. Red Bull gewinnt mal wieder seit der letzte Sieg von Perez in Miami. Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale. Sind die Red Bull wieder da? Wie immer ist die Frage. Nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Der dritte Red Bull Sieg also diese Saison. Fahren, und schon wieder kein Back-to-Back Winner. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Sehr gut, nehmen wir mit. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft ausschaut. Wieder ein solides Ergebnis für den Führenden der Meisterschaft heute, durch das der Abstand zum Rest der Konkurrenz weiter vergrößert wird. Kommen wir zur Auszeichnung Fahrerin oder Fahrer des Tages. Stefan Römer, wen nominierst du? Man kann nichts daran aussetzen, was Sergio Perez heute auf der Strecke abgeliefert hat. Er ist fehlerfrei gefahren und damit eine leichte Wahl. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden verlieren. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alter, Monster ist einfach immer wieder so ein Chaosrennen. Theo hat immerhin seine Position schon etwa gehalten, leider keinen Punkt mitgenommen, auch wenn es wirklich knapp war am Ende. Schade, er hat zumindest einen Punkt gesammelt, ne? Lewis fällt noch von 6 auf 12 zurück durch die Strafe. Dann war Theo sogar auf 12 am Ende. Chaos pur. Und wann ist Stroll denn rausgeflogen? Gar nicht mitbekommen. Max von 8 auf 17. War klar, auch wenn er da stehen bleiben musste. Bottas von 2 auf 14 war auch Pechvogel. Leclerc runter. Carlos auch von 3 auf 6 gefallen. Das ist natürlich gut für die WM.
Natürlich direkter Verfolger. Direkter Verfolger ist jetzt George Russell, der aber auch nur wenig Punkte gesammelt hat. Das heißt, wir konnten hier an dem Wochenende sogar unerwarteterweise an Punkten, an Punkte Abstand dazu bauen. Das ist sehr, sehr, sehr gut. So viel Abstand vor Katar haben werden. Na gut, sind noch ein paar Rennen bis dahin, aber ne. Sagen wir mal so, das war jetzt schon nicht schlecht. Dann rüber in die Rennleitung. Ach du Scheiße. Das ist viel. Unerlaubt zu blockieren, 15 Zeitstrafe, okay, 125. Schwere Kollision mit Ocon in 25, ja, das war der ganze Crash in 25, falsche Richtung von Oscar Piastri. Hat er zwei separate Strafen, ach so, ah gut, da war dann eine Aktion bekommen, okay. Immer noch schnell die Rangliste. Ja, 52 Punkte Abstand jetzt auf George. Hätte ich nicht gedacht. Echt, aber die anderen nehmen sich so hart die Punkte weg. Die nehmen sich so hart die Punkte weg, Alter. Das ist halt auch richtig ausgeglichen im Moment. Guck dir das hier an. Platz 2, 3 und 4 einfach innerhalb von 40 Punkten. Und dann komme ich halt nochmal 40 weit weg. Also kommt Mercedes nochmal 40 weit weg. Allein auch, dass McLaren auf der 7 mit 179 Punkten ist. Das ist auf Platz 7, weißt du? Das ist krass. Hier ist noch derbe close. Alter Schwede, ey. Ehrlich. Das ist ganz schön heftig. Schauen wir uns mal schnell die Highlights an oder gehen wir erstmal in die normale Wiederholung. Mal in die Wiederholung von 25. Also die Phase auf den Soften war schwierig, dann kam eine sehr, sehr gute Phase auf den Mediums. Der Dreikampf, den wir erfolgreich beenden konnten. Wir mussten hier eigentlich dringend innen sein, damit das... Obwohl, aus der Perspektive jetzt sieht es eigentlich wieder aus wie ein normaler Fight, den es so auch im Fernsehen geben würde, tatsächlich. Onboard sah das ein bisschen krasser aus, wäre das ein bisschen asozialer, aber pff, ja gar nicht schon genommen. So, jetzt gucken wir mal, was hier vorne passiert. Oh, es ist tatsächlich Hamilton, der sich ohne Fremdeinwirkung wegdreht. Und dann halt die Leute anfangen zu blockieren. Und da hinten komme ich, der so smart ist und direkt vorbeifährt. Raus sieht mittlerweile. Okay, war gar nicht so knapp. Ich dachte tatsächlich, ich habe es knapper gemacht. Zum Glück habe ich die gelbe Flagge früh genug gesehen und dachte mir in meinem Kopf schon, okay, da hat sich bestimmt einer in der Kurve gedreht. Dann war ich vorbereitet, sonst wäre ich da wahrscheinlich voll hinten reingekracht. Dann schön außenrum. Jawohl, fahr nochmal rein, Bruder. Dann komplettes Chaos. Einfach außenrum vorbei, klar, ein bisschen über den Rabatt mussten wir, aber das hat auch ganz gut funktioniert. Mich. Na da. Einfach mal vorbei, ganz ehrlich. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen vom Bug des Spiels profitiert. Aus. Der Frontflügel ist schon gut angeknackt auf beiden Seiten. Der Boden. Ja, dem fehlt da was auf der Seite. Andere weiß ich nicht, ob die andere ist so egal. Ganz schön dreckig. Aber soll uns nicht interessieren, hat funktioniert. Sehr schön, dann muss ich noch gerade ausfüllen, klar. Auf der Pole stand dann Pierre, glaube ich, ne? Oder Bottas. Ey, Quatsch, Pierre steht auf 1, ja. Checo Perez gewinnt mal.
Ist Red Bull wieder da? Das ist jetzt die Frage. Ja, wann ist Stroll denn DNF gegangen? Das gibt's noch rauszufinden. War das Buggy? Das war Buggy, oder? Ja, das war Buggy. Stroll ist nie DNF gegangen. Nee, das ist Quatsch. Nur Oscar ist der, einfach nur wieder ein Bug. Na, immerhin war er so oder so letzter, also. Hat so viel jetzt auch nicht geändert. Mal schnell auf Strategien gucken. Medium Hard war die Siegerstrategie und Soft Medium die Alternative, jawohl. Über nächste Saison können wir dann viel mit Soft Medium fahren, weil die sind jetzt alle schon in der alternativen Strategie drin. Nächste Saison werden wir damit bis fahren können, denke ich mal. Das hier ist ja komplettes Chaos. Gut! Dann drücken wir auf weiter. Das ist doch gegen Ende nochmal sehr, sehr gut geworden. Das ist doch nochmal sehr, sehr gut. Das Team hat zurzeit ein gutes, stabiles Einkommen. Du solltest dich entscheiden, was wir mit unserer Gewinnspanne machen. Welche Abteilungen von dem Geld profitieren könnten. Hier gibt nur Plus. Kohle brauchen wir im Moment. Kann nicht ausgeben, weil wir müssen sie sparen. Jo. Nachricht. Die bringen uns aber nichts, dass hier wirklich nicht wieder, also nicht ein Teil drin ist. Nicht ein Livery, so, das ist halt echt. Ah, lol, die noch von Antwort. Ja, mit 900 können wir uns an noch nicht viel kaufen. Unbedingt. Dynamik Typ 3 haben wir jetzt, sehr schön. Brauchen wir noch 5 Mio, um das hier auf Typ 2, also. Ja, oder ich werde mal eins hiervon kaufen als nächster, wo wir das uns nicht mehr leisten können, tatsächlich leider. Sollten wir unser Geld jetzt möglichst erstmal für wahrscheinlich Gasly sparen, müssen wir gucken. Es gab diese Woche ein schwerwiegendes Problem bei der Herstellung und alle Entwicklungen sind fehlgeschlagen. Du musst alle Neuentwicklungen über den F&E-Bildschirm in Auftrag geben. Wenn du noch fertig bist, Singapur. Digga, das kann nicht wahr sein. Heute sollten eigentlich die neuen Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Ja, das ist erst für Katar da, aber scheiße. Okay. Na gut, als nächstes dann Singapur. Wenn wir jetzt mal schauen, jetzt können wir erstmal wieder so fahren. Wie gesagt, Singapur und Japan fahren wir jetzt so, versuchen das Beste rauszuholen.
Katar ist Katar. Da holen wir uns dann einen neuen Verbrennungsmotor. Den letzten der Saison dann. Dann fahren wir so zu Ende. Gut. Wir haben jetzt. Ich dachte, jetzt richten wir unser Punktevorsprung ein, aber zum Glück nicht. Da können wir sehr, sehr froh und stolz drauf sein, glaube ich. Das ist sehr gut.